Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie ich italienische Buttercreme herstelle. Dazu benötigt man 4 Eiweiß, eine Prise Salz, 400 Gramm Zucker, 670 Gramm Butter und ca. 5 Esslöffel Puderzucker. Und los geht's! Das Eiweiß wird in eine saubere Schüssel gegeben, mit dem Zucker verrührt und auf mittlerer Stufe langsam über einem Wasserbad erhitzt. Ihr müsst darauf achten, dass die Schüssel, wo das Eiweiß-Zucker-Gemisch drin ist, nicht mit dem Wasser im unteren Topf in Berührung kommt. Das Ganze wird also nur durch den Wasserdampf erhitzt. Die Eiweiß-Zuckermasse wird 8 bis 10 Minuten stetig über den Wasserdampf verrührt. Nach dieser Zeit sollten sich die Zuckerkristalle aufgelöst haben und die Masse kann in eine Rührschüssel gegeben werden. Zur Kontrolle reibe ich immer ein wenig der Masse zwischen meinen Fingern und da solltet ihr keine Kristalle mehr fühlen. Sonst wurde das Ganze nicht gut und lang genug erhitzt. Mit einer guten Prise Salz wird die Eiweiß-Zuckermasse in einer Küchenmaschine oder mit einem Handrührgerät zu einer Baiser-Masse geschlagen. Die Masse ist fertig, wenn ihr mit dieser schöne Spitzen ziehen könnt. Dann müsst ihr noch ein wenig warten, bis die Masse weiter abgekühlt ist, bevor ihr die sehr, sehr weiche Butter in 3 bis 4 kleineren Portionen dazu und unterrühren könnt. Dann müsst ihr probieren, ob euch die Buttercreme süß genug ist. Sonst gebt ihr je nach Geschmack etwas Puderzucker dazu. Die Buttercreme ist fondant tauglich und kann jetzt sofort weiterverwendet werden. Wenn ihr sie erst am nächsten Tag weiterverwenden wollt, stellt sie abgedeckt in den Kühlschrank. Dann müsst ihr sie am nächsten Tag erst wieder auf Raumtemperatur bringen, bevor ihr sie weiterverwenden könnt, denn natürlich ist die Butter in der Kälte fest geworden. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr wissen möchtet, was ich mit dieser Buttercreme gemacht habe, dann klickt hier in diesen Kasten.